Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Auf Kalador, hier bei den Ruinen. Innenruinen, kann man sagen. Und du wolltest erstmal ein Bett suchen. Ja, irgendwie sieht man mir das doch sehr nach Abend aus. Ich wollte nur gucken, bei dem Türmchen hier, da scheint ja nichts weiter zu sein. Nö. Schon abendlich. Nichts. Nichts. Oh, die Richtung müsste stimmen. Ja, da ist sogar der Heliporter. Dann gehen wir wieder zurück. Hatte Winter denn eigentlich ein Bett? Nee, das ist ja nur am Lagerfeuer. Also ich habe kein Bett gesehen, aber es kann natürlich sein, dass es... Dann ist das das Feuer von dem Magier. Der hat sich da ein Feuerchen gemacht, der Magier. Mit Trinko, oder hat er einen Scherben gehabt? Blöde Scherge, nicht mal was dabei. Guck mal, ein Bett. Das Bett bewachtet oder wie, oder was? Naja, egal. Schauen wir mal. Da liegt altes Wissen rum. Das wollen wir doch erstmal einstecken. Warum sowieso? Lagerfeuer. Mal wieder ein bisschen was braten. Wir haben ja reichlich gesammelt. So, dann gehen wir schlafen. Und wir können sogar durchschlafen. Das ist doch nett. Morgens ist hier zwar erstmal nicht ganz so hell, wie man sich das wünscht. Aber auch das ist ja realistisch. Ja, gucken wir mal, wo ist denn Intrico? Hier ist erstmal der Scherge. Und hier dachte ich, wäre Proviant, ist aber kein Proviant. Dann steht hier ein Turm in der Gegend rum. Tja. Da war was mit Klettern gerade. Aber hier ist eine Truhe. Gut. Oh. Ein funkelnder Ohrring. Musketen und Silberzunge. Ja, aber ich glaube, wir haben da einen besseren, oder? Oh, unsere ist, glaube ich, besser. Können wir ja später mal gucken. Ja. Aber Musketen brauchen sonst wir ja noch nicht. Was? Nee. Wir haben doch rechts lieber unser Schwert in der Hand. Naja, mit dem Musketen, das war ja auch so mit dem Nachladen und so weiter. Ja, ja. Und doch, das ist ja nicht ganz unrealistisch. Ah, hier kann man schön im Kreis laufen. Nett. Wieder unser Teleporter. Ja, hier waren wir heute schon ein paar Mal. Ja. ja, das ist das Üble hier. So dunkel hier drin, ja. Man läuft 23 Mal. Aber das meinst du? Die gleiche Strecke. Und sagt immer, ach, da war ich schon. Und bevor man sich versieht, ist man in der Gegend, da war man noch nie. Schattenbach gesehen. Ja. Naja, hier sieht man ja grundsätzlich sehr viel. Gute Höhlung. Da ist schon was los. Ja, man sieht, wir sind auf unseren Spuren. Du dämlicher Kuhn. Hey, willst du dich gar nicht wehren? Doch. Töpf geblockt. Achso. Ja, blocken ist auch nicht schlecht. Wenn der angreift, kann ich nicht zuschlagen. Also muss ich erstmal blocken. Ja, ist ja nicht. Dich habe ich nicht gemeint. Geh doch mal von der Leiche. Und. Nein. Und tritt in den Schatten. Ach, egal. Oh, hat schon der Kreis. Der hatte wohl nichts dabei. War ja auch nur ein ganz normaler Ding. Hier waren wir wohl schon mal. Ja. Hatten aber keine Zeit, irgendwas einzusammeln.
auch. Und hier fängt der nächste Spaß an, ja? Versteckt sich hier im Schatten. So, dann werde ich mal was futtern und speichern und immer anquatschen. Lass uns mit der Beschwörung beginnen. Du willst mir helfen? Das ist sehr gut. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Diener ein Anführer der Schatten unter sich hat. Wenn ich die Beschwörung einmal gestartet habe, gibt es kein Zurück. Der Zauber wird so lange wirken, bis die gesamte hierarchische Linie ausgerottet wurde. Bist du sicher, dass wir jetzt starten sollen? Ja. Frag uns doch mal, sag mal nein. Nicht so richtig. Ja, schon. Lass uns beginnen. Mal sehen. Alles klar. Mach dich bereit. Rasla Vertigo, Hierarchia Varlava Krafra. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Mit Feuer. Nee, hier. So ärgerlich. Ach, guck mal, jetzt kommen noch Scherben. Na toll. Ja, wie nett. Warum hast du dich da eingelassen, du guter Kämpfer, du? Naja, du hast ja genug. Moment mal. Was willst du machen? Das Schwert ist nicht gut gegen die. Aber sie haben nichts anderes. Das eine haben wir zurückgegeben. Kniebrecher kannst du nehmen. Kniebrecher. Den kommen wir mal. Der ist auch nicht übel. Ja, nehmen wir den. Den probiere ich jetzt mal. Ich mache mit dem Schwert zu wenig Schaden. Gut, gut. Machst du jetzt auch nicht mehr? Nee, nicht mehr. Machst du ja eher weniger, würde ich sagen. Nicht gut. Nein, das würde ich auch sagen. Ich muss sehen, dass ich den Zauberer beschütze. Nicht, dass mir die den Zauberer noch umbringen. Nee, ich glaube ja. Na, da bin ich aber nicht so sicher. Nee, das hat keinen Zweck. Nee, nehmen wir lieber das wieder Das ist deinen... noch schlechter. Ja, sag ich doch. Maras Ruf ist doch besser. Ja, ja, wir sind nicht sehr empfindlich gegen Schwerter offensichtlich. War auch festgestellt. Wir kriegen später eine gute Waffe. Aber jetzt machen wir keine Kamera. Oh, jetzt kommt er selber. Aber du solltest das trinken oder irgendwas machen. Ich meine, ja. Mein Rum kann man auch mal herstellen. Los! Hau dir mal. Ich meine, manchmal ist so ein Einzelmann viel besser zu bekämpfen als so ein ganz kleines. Genau. Was ist passiert? Ja, Bozi hat's weggehauen. Der war die ganze Zeit nicht mehr da. Ach, Bonzi. Bist du auch wieder wach? Hättest du uns heilen können, Kleiner? Nee, konnte er nicht. Er hat ein Pennerchen gemacht. Dann mach mal einen Speicher, wenn du jetzt... Ja, das mit deinem nächsten vielleicht. War hart genug und es wird immer härter. Da bist du noch ein Ich glaube, das war schon der letzte. Meinst das war du? Doch der Häuptling El Raxa Dixbump. Nee, ja. Razaxa Dixbump. Ah, das war alles. Schon ausgeplündert. Ja, ja, ja. Das war 2x5 und der Häuptling. Bin ich wirklich enttäuscht? Haben wir es überstanden? Sieht wohl so aus. Boah. Das war äußerst aufschlussreich. Ja, was? Das scheint die normale Größe einer hierarchischen Linie der Schatten zu sein, die wir hier gerade bekämpft haben. Aber fürs Erste sollten die Erkenntnisse reichen. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier hast du etwas als Dank. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen darüber nachdenken. Vielleicht kann ich den Zauber verbessern, um die niederen Diener zu überspringen. Aber ich werde so etwas wohl nie wieder versuchen. Höchstens im Magierlager, unter geschützten Bedingungen. Ja, würde ich auch sagen. Und bitte nicht alleine. Ja, das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte, es kommen jetzt ein paar rein hier. Ja. Als Kompaniestärke immer und immer größere von diesen komischen. Weiß schon. Das waren erstmal 5 Sklaven, dann kamen diese 5. Leibwächter und dann kam er selber. Also mir hat's gereicht, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil sich Bolz schlafen gelegt hat. Na gut.
der hatte ja keine Böcke mehr. Da sehen wir eine Menge Schattenwaffen. Vielleicht verkaufen wir die mal irgendwann. Ja. Ja, wir müssen sowieso einiges lernen. Wollen wir es ja nicht so übel. Geld, da kann das man, sollte man sich aber wirklich die ganzen genauer Schattenwaffen umgucken. Zum Beispiel solltest du mal gucken von wegen Schatzkarte. Weil ich glaube, hier ist der Schatz verborgen. Ja, ich wollte nur erstmal alles einsammeln. Okay, dann gucken wir mal auf die Karte. Ja, wir haben hier angefangen, sind hier runtergesprungen, hier rüber. Das war da, da waren wir da oben, da haben wir geschlafen. Und das sieht aus wie ein Durchgang, war aber keiner. Dann sind wir hier so rum. Und da war der Schlachthof, da sind wir jetzt. Und da gehen wir jetzt erstmal hier gucken. Ja. Aber jetzt tragen wir uns mal den Schatz ein. Genau, weil... Kalador... John Schatz, war das wohl... Karte? Da jawohl, ist der ist da. Was ist damit bei denen nämlich, wenn wir schon hier rumlaufen, damit wir den nicht übersehen. Ja, jetzt gucken wir uns erstmal den Hof an und dann wird es schwierig, weil das ist ein absolutes Labyrinth hier. Das sieht so übersichtlich aus, ist aber ganz, ganz gruselig. Wir müssen ja nicht vorrangig diesen Grimoire suchen, der soll ja hier sein. In diesem Palast und Ruinen. Ich versuche das einigermaßen systematisch abzulaufen. Richtig. Du hast ja recht. Das hier ist nur ein Gang so hier oben. Guck mal, wer da ist. Aus deiner Haut machst du mir eine Mütze. Die Blocken, Emma. So richtig Schaden macht man meistens gar nicht. Du bist eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen verwöhnt. Weil du hattest hinterher eine richtig gute Waffe. Ja. Und am Anfang hast du so lange gebraucht, bevor du die bekommen hast. Boah. Denk mir immer, oh, da habe ich die mit einem Schlag oder zwei Schlägen umgehauen, naja. Naja. So weit muss man erstmal kommen mit der Waffe. Mit der richtigen. Hier geht eine Treppe hoch. Und das ist die Treppe, die wir hochgelaufen sind. Dachte ich, war sie aber nicht. Nee, das war wohl die hier. Genau. Gut. Ja, alles gar nicht so einfach hier. Dann gehen wir mal hier hoch. Können wir runter gucken. Ja. Dann ist wieder runter, weißt du? Angespielt. Bei uns hätte es unten bleiben können. Ja, da waren einige rumgekommen. Und da ist er abgehauen. Das waren jetzt die. Ja. Da war er wohl der Anführer von denen, vielleicht sogar. Ja, er sagte ja, seine Leute. Ja. Ist natürlich nicht gut, wenn der Anführer dann abkommt. Nee. Eigentlich ganz und gar nicht gut. Ist das das Zimmer, durch das wir gekommen sind? Das ist grausam hier. Guck mal, da ist eine Kiste. Da waren wir noch. Dann waren wir hier noch nicht. Also so dunkel kann es gar nicht sein, dass wir nicht eine grünschimmernde Kiste übersehen. Also dass wir die wirklich übersehen. Das ist Gold, Knochen. Ja. Wir sind ja nicht so wählerisch. Ja, wir nehmen auch Knochen. Kann man gut brauchen. Für Zauber. So, ich dachte als Ersatz. Vielleicht auch als Ersatz, wer weiß. Bier. Gutes Stichwort. Ja. Da ist es. Gucken. Und da sind wir am Rand. Am Schatz sind wir hier. Wir müssen ihn nicht heben. Oh nö. Wir haben ihn ja schon mal übersehen, ja. Ja, ist so ein nicht Schatz. Das erste Mal. Ich meine, so ein rotes Kreuz ist ja total unauffällig. Ja. Sieht man doch kaum. Ja. Na, hoffentlich was Gutes drin. Es wird spannend. Ja. Goldene Schale. Ist ein legendärer Gegenstand drin. Ohne mit.
Gürtel hatte plus 5. Na, das können wir doch gebrauchen. Sofort speichern. Ja. Laufen wir mal weiter. Ja, man kann sich ja dann hinterher noch alles ganz gut steigern, indem man dann Tränke macht aus diesen seltenen Pflanzen, die es gibt. Hm. Aber die sind verstreut über alle Inseln. Ich jetzt mal hier und viele rum. Davon gibt es eigentlich ja nicht. Ja, wir gucken mal hier rum. Sehr merkwürdige Gegend. Ja. Schon ein bisschen merkwürdig. Ja, irgendwie hat es was. Hm. Meinst du? Gold ist Gold, da, wo die Goldquarze Gold, wachsen. Alte Füßen. Und der nächste tote Dämonenjäger, da hat es ja einige dahin gerafft, ja. Oh, die Klinge des Krönungsschwerts. Einfach so im Flur gestolpert, ja. Aber ist nur die Klinge. Ja, muss auch wirklich. Wenn da steht Klinge des Krönungsschwerts, dann fehlt da garantiert noch ein Kopf. Naja, wie das unser Schwert, was wir jetzt haben, war ja auch in zwei Teilen. Ja, Mara war ja auch zweiteilig. Und davon gibt es wohl noch einige. Ja, ich glaube, die meisten von diesen legendären Sachen, die man bekommt, diesen legendären Waffen, die aus sind in der Regel zweiteilig. Aber man findet auch gute Waffen, die man verbessern kann dann selbst. Und die sind dann auch sogar besser als die, die man hat. Also diese legendären Waffen. Ja. Ja, kleine Sterne müssen schon auch sein. Hör auf zu blocken. Oh, der kann das gut. Ausweichen. Von dem kannst du noch was lernen. Ha. Spieß umgedreht. So ist das richtig. Uns hat seine auch schon geschafft. Aber den da unten kriege ich nicht mehr an. Hey, willst du jetzt uns hauen oder was? Nein. Ich dachte, ich hätte schon. Ja, ja, ich hätte schon die Waffe weggelegt. Mein Bulls kennt schon die Anfänge. Halt, da war da auch noch was. Aber Schattenwaffe war da. Wieder Pfeile weg, Schattenwaffe. Ja, Schattenwaffe einstecken, Waffe wieder ziehen. Das sind die Fälle, wo ich dann. Aber mit der gezogenen Waffe findest du ja eigentlich nichts, oder? Bitte? Aber da ist ja noch jemand, stimmt. Hey, schön, lass mir auch noch was übrig. Ja, ja, den habe ich ja gesehen. Na, Bonzi im Gleichtakt oder wie beim Schmied, Ding Dong? Ach, Bonzi lässt sich ja von der bleibt ja nicht stehen. Das ging schnell. Ja, das ging schnell. Ja. Du meinst auch so ein Skelett. Und Klinge. Das schaffen wir noch. Gerade mal so. Ja, die Vase kann man wohl nicht einstecken. Nee. Leider nicht. Hinten. Das ist wirklich ein Labyrinth hier. Ja. Und dann auch noch so duster. So, das ist schön. Jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Hier ist wieder so ein Goldquarz. Mhm. Da vorne habe ich noch so eine Wurzel gesehen. Ein Schafauge. Würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier unten um, bevor wir nach oben gehen. Oh, ja. Dem ist das cool. Ja. Jetzt aber. Die Wand nicht auch. Die Wand. Das war mal wieder eine Meisterleistung, ne? Ja. Erwischt ihr auch mal ganz schön. Obwohl er zwischen 5 und Härte mehr hat. Ja. Reicht wohl nicht. Nee.
Ein Löffel, eine Bronzeknarre. Wow. Wow. Kann man ja irgendwo so schön ausstellen. Ein Pokal. Ich hab den Pokal gewonnen. Genau. Achtung, jetzt komm ich! In Luft. Ah, hier. Luftlöcher schlagen oder so. Hey. Erledigt. Kannst du sogar Härte wieder steigern, aber wir wollen das mal einfach steigern. Ja. Das tote Skelett ist tot. Und die Ruhe ist jetzt. Oh nö. Das ist aber jetzt nicht nett. 120. Ja, ich muss sagen, ich finde es überhaupt ein nicht. Ein toter Nekromant. Ja. Aha. Können wir mal nachher die Notiz angucken. Altes Wissen. Oh, der hat auf seinen Knochen aber schön hingelegt, ja? Sieht aus, als hätte der irgendwas beschworen, was er nicht vertragen hatte. Da hängen ein paar in Käfigen. Ist das alles hier? Ja, ich habe nicht mehr gesehen. Sieht ganz interessant aus, aber war nicht so richtig ergiebig. All die, weil wir die Truhe leider nicht knacken können. Guck, war da ein Krug? Ja. Ja, wir nehmen alles. Können wir mal eine Notiz von den Nekromanten lesen? Das würde mich interessieren, was er da geschrieben hat. Ja, bestimmt nicht uninteressant. Das ist alles so schön sortiert hier. Da ist mit dem unter der krakeligen Gnomen-Notiz ist die Notiz eines Nekromanten. Ein Mensch stirbt, ein Gott entsteht, ne, weißt du. Na, das ist der aber würde nicht ich so sagen, hat ja wohl nicht so richtig ist der aber nicht geklappt. So richtig bekommen, oder? Der Pepe spielt ja immer so Dragon Age und das aus ist ganz toll. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Wenn man da nämlich immer so eine Suchfunktion hat, da kann man das nämlich immer so aufspüren. Sondern Gegenstände da sind. Ich würde sagen, ich warte mal deine Funktion an, aber das kannst du ja. Ja, aber hier gibt's die nicht. Das ist das lassen. Scheiß Schatten! Na, der ist so wirklich. Ja, Schattenwaffe, ich würde sagen, wir machen erst einen Schluss. Dann können wir uns ja nicht. Folge dann. Ach, guck mal da hinten hin, was da hinten ist. Das gucken wir uns das nochmal an. Da guck mal, ist es, das Grimoire. Das, ist das Grimoire. Dann können wir damit aufhören. Das, was wir suchen sollten. Ja, Voodoo-Puppe. Gibt's noch mehr? Vielleicht einen Griff für das Messer? Nein. Nee, den gibt's nicht. Nee. Na gut, wäre ja auch zu einfach. Das wäre zu einfach, genau. Gut. Okay, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal, ja. Ciao. Bis dann. Tschüss.